experimentelles Vermont IPA vom Doktor, jetzt bei ProbierTV. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin. Ich hoffe, es geht euch allen gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Verkostungsvideo. Und es ist Polish Beer Friday und da habe ich mal heute wieder ein Bier von meinen Freunden von Dr. Brew oder vom Dr. Brew. Martin und Lucky, die beiden Brauer, haben sich, Martin hat sich entschieden, glaube ich, wirklich Doktor zu werden und das Medizinstudium entweder fertig zu machen oder als Doktor zu arbeiten. Ich bin mir da nicht ganz sicher, dafür war mein Polnisch, glaube ich, zu schlecht. Aber Lucky macht mit Dr. Brew weiter und es kommen solche Biere raus und man merkt, so ein bisschen was tut sich bei Dr. Brew. Also die Etiketten sind deutlich farbenfroher geworden, man ist so ein bisschen von diesem sehr standardisierten, aber ich fand das gar nicht so schlecht, Etikett abgewichen und macht jetzt eben auch mal sowas Buntes. Was wir hier haben, ist ein, und hier unten steht's, Experimental Vermont IPA, also ein New England IPA. In Polen sagen sie relativ häufig Vermont IPA dazu, aber es gibt ja relativ viele Namen für diesen Bierstil. Es hat 5,8 Volumenprozent Alkohol, 14,5 Grad Plato und wenn ich das richtig verstehe, sind das 66 Bittereinheiten. Schauen wir noch, Pale Ale, Karamellmalz und Pilsnermalz und jetzt ist das Etikett ein bisschen verrutscht. Es ist Citra, Mosaik und Amarillo drin. Also eigentlich tatsächlich sehr klassische amerikanische IPA-Hopfensorten und die hat man eben, wie gesagt, hier in diesem Experimental Vermont IPA verarbeitet. Und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, was ist das Experimentelle daran? Normalerweise sind es dann ja irgendwelche Hopfensorten, die mit denen experimentiert wird. Und während ich euch hier noch die Dr. Brew Bottle Cap zeige, gehe ich das Ganze einfach mal an und schaue, was wir hier zum Vorschein bringen. Und vielleicht ist es auch nur das Etikett, was experimentell ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Und das Erste, was auffällt, bevor ich jetzt wieder geschimpft werde, dass ich den Bodensatz vielleicht nicht aufgeschüttelt hätte, aber da ist einfach nicht viel drin da unten. Also nichts, ein bisschen was könnte ich aufschütteln, aber das würde das Bier jetzt auch nicht viel trüber machen. Aber ich sag mal, diese klassische Trübung oder Haziness eines New England IPAs, naja, nicht viel zu sehen davon. Mittlere Bernsteinfarbe haftet jetzt auch nicht so übertrieben gut am Glas, ein Finger breit. Schauen wir mal oben drauf und das Ganze macht in Summe eigentlich schon fast ein bisschen fast einen gefilterten Eindruck. Ich weiß auch, dass es nicht ist, sonst wäre der Bodensatz nicht da, aber ja. Hat eine sehr fruchtige Nase. Es ist Zitrusfrucht drin, aber dann auch so ein bisschen, eben gerade war so ein bisschen Litschi, Melone, so in die Richtung ging das. Hätte ich jetzt auf die erste Nase bei den Hopfensorten nicht erwartet. Aber es hat einen schönen hopfigen Charakter auch, also man hat so ein bisschen Hopfenaroma in der Nase. Ja, das gefällt mir sehr gut und jetzt will ich mal schauen, ob es gut schmeckt. Bis dahin würde ich mal sagen, Cheers! Oh. Also was beim ersten Schluck auffällt, es ist irrsinnig weich. Dieser Schaum, der jetzt vielleicht jetzt gar nicht so intensiv gewesen ist. Ach, schau mal, jetzt hängt er auch herrlich am Glas. Was ist denn da passiert? Lustig. Man macht so den ersten Schluck und man hat sofort ein riesig cremiges Gefühl auf der Zunge. Und es kommt dann sehr schnell so eine Mischung aus auf der einen Seite diese Bitterhopfeneinflüsse, also diese 66 Bittereinheiten würde ich sagen, unterschreibe ich sofort. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch ein bisschen, diese fruchtigen Noten sind tendenziell eher so Richtung Zitrusfrucht, Zitrone, vielleicht auch ein bisschen Aprikose, Marille, aber diese Litschi und Wassermelone in der Nase, die finde ich jetzt im Geschmack dann nicht mehr wieder.
bisschen Karamellmalz auch. Stand ja auch hinten drauf. Also insofern wird da nichts verheimlicht. Es ist in Summe, ja, wenn da jetzt IPA drauf gestanden hätte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, damit hätte ich gut leben können. Die Erwartungshaltung bei einem Experimental Vermont IPA ist dann vermutlich ein bisschen eine andere. Und das ist so das, was mir, und ich glaube, beim letzten Tasting beim Wrocław Beer Festival, wo ich auf die Bühne gerufen wurde, und da war auch ein Bier von Dr. Brew dabei. Und das war genau das, was ich vermisst habe. Es war ein perfektes Bier, ist überhaupt keine Frage, technisch einwandfrei. Aber das Bier hat nicht das geliefert, was das Etikett in Wahrheit ja, an Erwartungshaltung aufgebaut hat. Und das ist bei dem Bier jetzt tatsächlich auch wieder so. Es ist ein, ja, ein schönes IPA, 66 Bittereinheiten, tolle Hopfensorten drin. Aber where's the New England IPA oder the Vermont IPA? Es ist nicht trüb, es ist jetzt auch von der Bittere, da sagt man ja auch, es soll ja eigentlich eher ein bisschen gemäßigter sein, so zumindest das klassische Vermont New England IPA, und Trübung hat man gehabt, ja, und diese Juiciness, nee, ist nicht da. Und insofern habe ich jetzt wahrscheinlich für den Rest des Abends ein gutes Bier. Es hat einen schönen mittleren Körper, schöne, intensive, sehr feine, cremige Kohlensäure. Es hat ein tolles Mundgefühl, diese Cremigkeit. Also wirklich, ich bin wirklich begeistert von dem Bier. Aber es ist eben nicht das, was man erwartet. Und das ist eben so, wenn man ins Kino geht und will sich einen Actionfilm anschaut und kriegt dann TKKG vorgesetzt. So ein bisschen fühle ich mich jetzt. Hinten im Nachtrunk, die Frucht, die hängt schön nach, die Bittere wird so ein bisschen abgefangen, ausbalanciert, klingt nicht ganz so lang nach, und was auch bleibt, ist dieses schöne Karamellige hinten raus. Wie gesagt, tolles IPA, wenn ich jetzt sagen würde IPA, dann wären es 4,5. So muss ich ganz ehrlich sagen, für ein Experimental Vermont IPA gibt es von mir noch 3 von 5 möglichen Punkten für das Experimental Vermont IPA von Dr. Brew. Und ich werde euch versprechen, ich bin Anfang Juni, ich glaube 7. bis 9. Juni beim Breslauer Bierfestival wieder da. Das ist ein Heimspiel für die Jungs und Mädels von Dr. Brew. Und dann will ich mal die Herrschaften zur Rede stellen, was da los ist. Bis dahin wird es noch den ein oder anderen Polish Beer Friday geben. Wie gesagt, jeden Freitag ein polnisches Bier hier bei ProbierTV. Und wir machen am Montag dann weiter mit dem nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, am Montag wieder mit dem nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, Tschüss, Servus, Cheers.